guck dahin. Wir wollten uns hier oben erstmal umgucken. Ob es hier irgendwas gibt. Ja, eine Kiste. Und hallo Kayla. Okay, diese Richtung. Was haben wir hier? Zitronen. Danke. Wir gucken uns erstmal hier unten um. Hallo Iron. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Das ist aber schon echt verstörend, wenn du in Pause ziehen willst, die Schasse im Hintergrund spielst, dass es Zeug hält. Kann man auch mega was falsch denken. Das stimmt. Meine Schars hatten halt einfach Spaß. Sehr viel Spaß. In jeglicher Hinsicht. Angeli, sehr schön. Mir geht es so lala, kommt gerade von der Arbeit. Oh, war der Arbeitstag nicht schön? Beziehungsweise wahrscheinlich anstrengend, oder? Ja, wir sind jetzt auch seit, ich glaube, 11.30 Uhr. Kommt das hin? Im Gange. Und ja, ich bin aber auch ein bisschen müde. War ja erst 3, 3, halb 4, lag ich dann ja auch erst im Bett. Und ja. Dann war auch nichts mit Ausschlafen, weil Jährchen den Hund hier gelassen hat. Das heißt, ich musste auch für den Hund dann wieder früh aufstehen, weil der ja auch wieder raus musste. Also erholsamer Schlaf ist was anderes. Nach dem richtig geschlafen und irgendwie merkt man, dass es Montag ist. Ja, den Montag, den merkt man häufig. Außer wenn ich montags nicht streame. Und ich montags mal frei habe. Was aber selten der Fall ist. Sehr schön. Aber die Nacht war hier bei uns zum Beispiel auch ein heftiges Unwetter noch. Aber wir hatten hier auch noch richtig Gewitter, Hagel. Das ganze Programm. Da war ich aber Gott sei Dank noch am Stream. Da saß ich unten und hab das mit angehört. Da dachte ich, jetzt die Katzen machen irgendwas. Aber nee, es war Unwetter. Jetzt nur mega Regen. Sei froh. Sei froh. Hier hat es echt mega geknallt. Das wird schon was heißen, wenn ich das durch die. Einmal geschlossenes Fenster, dann im Keller und dann noch mit den Kopfhörern. Höre ich für gewöhnlich eigentlich nichts. Aber. Ja, doch, das war schon heftig. Ja, vorhin haben wir dann noch Herr der Ringe gespielt, aber da jetzt um 14 Uhr die Serverwartung war, oder jetzt bis 18 Uhr noch Serverwartung ist, müssen wir leider uns mit was anderem begnügen. Wobei ich noch am überlegen bin, ob ich vielleicht dann so noch FF14 mache. Muss ja rein theoretisch doch da noch ein bisschen weitermachen.
Eigentlich. Und schon eine Stunde habe ich noch, dann kommt mein Sohn. Vielleicht mal irgendwas zocken. Der bettet gerade immer, dass er an den PC darf. Oh, das kenne ich noch. Das habe ich früher auch gemacht. Wobei ich nicht gebettet habe. Ich habe einfach mal gefragt. Darf ich? Meistens hieß es sowieso ja. Also brauche ich gar nicht betteln. Beziehungsweise meistens durfte ich dann an den PC, wenn meine Eltern noch geschlafen haben. Die waren früher sehr starke Langschläfer. Deswegen durfte ich dann immer. Damals habe ich dann am PC immer Gothic, also Gothic 1, Age of Mythology oder... Was ist das? Oder was anderes gespielt, was... Wo kommt das Viech her? Ich habe das Gefühl, wir kriegen gleich den Arschot durch. Wenn plötzlich Riesendrachen auftauchen, zweifle ich so ein bisschen daran, ob das alles hier so richtig ist. Muss ich einmal selber eingreifen. Aua. Das ist ganz schön groß, ja. Das ist irgendwie auch gerade. Wo kommt der plötzlich her? Die haben hier einfach mal so ein Boss rein gespeist. Etwas groß und stärkeren. Das ist nicht schön. Trank des Lebens. Steh wieder auf, bitte. Vor allem verliert er einfach mal kaum Leben, ne? Ich will nicht wissen, wie stark der ist. Aber ich glaube, wir werden es nicht packen gegen ihn. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Sieht nicht gut aus, ne? Wirklich nicht. Was ist das für ein Viech? Ich denke mal, das wird eines der seltenen Gegner sein, aber... Heilige Scheiße! Warum? Ist gar nicht. Doch fliehen geht. Weiß doch gar nicht. Wie flieht man? Flieht man dann automatisch? Nee. Doch, ja. Ah, ja, 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 ja. Heilige! Wo auch immer das Viech herkam. Und wir haben dem Vieh hier überhaupt keinen Schaden gemacht, großartig. Ah! Hä? Wo war der denn? Hä? Gut. Okay.
Ja. Manchmal muss man das Ganze nicht verstehen. Aber. So, Lagerfeuer. Wir haben keine HP mehr. Zügel war tomokaku. Kimochi no ii. Das sieht so lecker aus. Shion, skoshi ii ka? Soro soro yasumimashou. Saki o isogu wa yo. Jetzt ist alles geheilt. Ja. Die ich will. So. Objekte kaufen. Kaufen wir nochmal ein von den Dingern. Gott, die sind aber echt mega teuer. Die ganzen Viecher sind natürlich wieder da. Oder dienen die eigentlich auch nur zum Leveln? Mal ganz abgesehen. Bäumchen. Und Wasser. So. Hier gibt's wieder Höhlen. Natürlich mit anderen Sachen drin als in der Demo. Ja, schön, wenn sie hier die gleichen Sachen reinpacken. Feuchte Wunsch. Ja. Miau. 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 Miau, miau. Okay, der kleine Buch Heilung. Gut, ich muss gerade mal kurz überlegen, ob Fritz noch irgendwas einkaufen muss. Weil Fritz hat gerade gefragt, ob er noch irgendwas mitbringen soll. Außer Zitronenbrause, deswegen muss ich mal ganz kurz überlegen. Nicht, dass ich ihm jetzt Nein schreibe und dann fehlt doch noch irgendwas. Okay, ich hab ihm dann erstmal nur geschrieben. Okay, Nudeln und Schinkenwürfel noch. Warte, aber. So. Jetzt bin ich fertig.
Lotus denkt sich wahrscheinlich nur so, oh Gott. Ein halber Großeinkauf. So. Juhu, wir haben wie ist das Kind an Karpfen rangekommen? Na egal. Ich will es gar nicht wissen. Was wie, wo wäre es furcht? Die Katze! Ja. Eine nette Katze. Quasi. Einfach schwimmen. Was machen wir? Wir schwimmen, Handy leuchtet auf und dabei ist nicht angekommen. Hä? Ja. Was? Okay, jetzt irgendwo eine Eule. Aber wo? Nein! Die Pinkflügel! Teufelsflügel! Nein! Wie sieht das cool aus? Eine Teufelkatzen-Neko. Aber warte mal. Ich will gerade nochmal gucken, ob wir irgendwie das Outfit mal ändern können. Wenn wir gerade schon mal dabei sind. Das ist einfach... Das ist... Ja, okay. Kann auch die Pose ändern. Ich weiß nicht, ob die Entwickler sich wirklich dem Ausweis bewusst sind, was sie hier angerichtet haben. So viele Animes geguckt. Diese Flüge sind der Hammer. hallo Fantasy Link. Moin, ich bin fertig. Alter. Ich habe Grim Legends 1 durchgespielt. Glückwunsch. Habe ich schon lange. Habe ich auch schon durchgespielt. Wimmelbilder sind ja nicht ganz so lang. Was denn, Iron? Was hast du denn? Ja, aber ich und Wimmelbilder. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das, gehört für gewöhnlich nicht zusammen in einem Satz.
Diese Pferde machen mir immer noch Angst. Gott. Okay. Ich guck mal, ob da hinten noch was ist. Hui! Ey! Lass mich darüber. Okay. Es will leider nicht. Das sind noch Zitronen. Ja, stimmt, hier müsste eigentlich noch was sein. Nee. Okay. Dann war hier doch nichts. Dann habe ich das mit unten vertauscht. Nein. Aus. Habe sogar die Fabrischer Story gespielt. So gut wie das Game. Hat mir das Game gefallen. Echt? Das ist aber auch selten bei dir. Also dass ich so Bonus am Spieler, okay, aber du? Echt selten. Bist du krank? Also nur so eine Frage. Gestern habe ich ein Brötchen angerufen. War aber belegt. Mit was denn? Mit Schinken, mit Käse? Gott, warum sieht das so cool aus, ey? Ich sag jetzt nicht das eine Wort, was mir auf der Zunge lag. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist das? Ich habe mich das in der Demo schon gefragt, aber oh mein Gott. Ich zweifle an der Realität. Ein Schwein mit... Was macht der Clown im Büro? Richtig, Faxen. Ich habe gestern im Fitnessstudio angerufen, aber hat keiner abgenommen. Mit Krankheit hat das nichts zu tun eigentlich. Wollte ich eine Stunde der Test machen und auf einmal war ich in der Rätselsucht. Ja, aber Rätsel liegen dir für gewöhnlich nicht. Geht's dir gut? Wenn es mir gut ginge, würde ich gewiss nicht auf der Erde liegen, oder? Yep. So gut wie. Jedenfalls kann ich mich nicht bewegen. Vielleicht ist es ein Zeichen. Sag mal, Junge. Macht's dir was aus, einem alten Kerl auszuhelfen? Ne? Was schwebt dir vor? Ich hätte gehofft, ihr könntet mich nach Hause bringen. Was? Oh, das ist alles? Das kann ich tun. Wir waren gerade auf dem Weg nach... Nein, da muss ich nicht hin. Mein Haus liegt in der entgegengesetzten Richtung zur Stadt. Wirklich? Na gut, wir sind so weit gekommen. Schätze, ich bringe dich nach Hause. Schön zu wissen, dass es in diesen schwierigen Zeiten doch noch gute Seelen gibt. Ich sehe großes Potenzial in dir, Junge. Hey, ich bin nichts Besonderes. Ich versuche nur mein Bestes, alter Mann. Sollte erwähnen, dass auch mein Rückenschmerz. Würdest du mich bitte tragen? Oh mein Gott. Wäre es aber... das Schlimmste waren die Minigames. Die Rätsel haben mir super Spaß gemacht. Ja, die Minigames sind in manchen Wimmelbildspielen echt mies, man. Teilweise. Was das Unternehmen ist, friesen, wenn der Strom ausfällt. Sie holen sich am Strand ein paar Kilowatt. Iron! Oh. Wo hast du die nur wieder her, ey? Was? Schon müde? Da hätte ich echt mehr von dir erwartet. Trotzdem weiß ich deine Hilfe zu schätzen, Junge. Wenn du nicht aufgetaucht wärst, hätte mich schon längst ein Zirkel verspeist. Nicht der Rede wert. Trotzdem bist du schwerer, als du aussiehst. Was zum Teufel schaufelst du alles in dich rein, alter Mann? Ah, gute Frage. Ich heiße Bogdil. Ich leite diesen Hof und das verschafft mir einen vollen Magen, wenn auch sonst nichts. Einen Hof? Du weißt nicht, was ein Hof ist, Junge? Was glaubst du denn, wo das ganze Essen in den Städten herkommt? Es geht darum, dass Leute wie ich fürs Essen aller sorgen. Sowohl für Danea als auch Renea. Wie auch immer, ich schulde dir eine Kleinigkeit, weil du mich in einem Stück hierher gebracht hast. Ist schon gut, du schuldest uns nichts. Ach,
was. Ich muss mir nur was überlegen. Ich habe hier nicht viel zu empfehlen. Ich hab's. Ich könnte diesen Hof hier so, ihr könnt diesen Hof hier so nutzen, wie ihr wollt. Wir kriegen einen Hof geschenkt? Lol. Sind wir dann aber erstmal wieder im Lurk. Die sind uralt, aber noch immer gut. Dann viel Spaß im Lurk, Hybrid. Und vielleicht bis später. Nee, das mit dem hier hat sich so oft wiederholt. Ist das so, Fantasy? Ist das so? Mit dem eigenen Bizeps anzugeben, ist echt Oberarm. Aber Domino ist doch cool. Was hast du gegen Domino? Wer hat eigentlich die ganzen Nugget-Fette gefunden? Man gebe ihm den Nobelpreis. Nobelpreis, oh Mann. Iron. Hast du, ernsthaft, hast du da so ein Buch oder eine Seite? Jetzt. Du hast Sachen raus, das ist unglaublich. Die kennt ihr nur nicht mehr von Frisches. Und der haut für gewöhnlich auch solche Dinger raus. Nicht, wenn man sie jetzt 10 Minuten machen muss. Doch, klar, gerade dann. Ich meine, du könntest es doch in den innerhalb der letzten 10 Minuten, könntest du doch das vergessen haben, wie man Domino spielt. Die wollen nur, dass du es immer wieder auffrischst, damit du nicht oder niemals wieder vergisst, wie du Domino spielst. Das ist der Sinn dahinter. Tja. Ob du mir irgendwann mal dein Geheimnis verraten wirst, Iron? Ich bin gespannt. So, ihr könnt diesen Hof hier so nutzen, wie ihr wollt. Das Vieh hier gehört ganz euch. Verdammt, ich werde mich sogar darum kümmern. Wie klingt das? Das ist nett von dir, aber ich weiß nicht, das gering zu behalten, das übers Halten von Tieren. Du kriegst das schon hin, keine Sorge. Die Tiere lieben euch, lieben Leute wie dich. Ich bin sicher, du wirst dich gut um sie kümmern. Passiert das gerade wirklich? Bauernhof, Vieh züchten. Lol, wir können unser eigenes Vieh züchten. Du kannst Vieh züchten, um Zutaten fürs Kochen zu erhalten. Erstelle Vieh, das du züchten willst, in der Stall und füttere es. Verfüttere gekauftes Futter, um schneller mehr Vieh zu züchten. Wächst dein Vieh, erhältst du mit der Zeit Zutaten. Vieh kann von streunenden Zeugern angegriffen werden. Auch Mäuse können in den Stall gelangen, wodurch das Vieh nicht wächst. Postiere einen Wachhund, um streunende Zeuge fernzuhalten und eine Wachkatze, damit weniger Mäuse auftauchen. Wie geil! Hasenschwein. Ja, das Hasenschwein. Eieiei. Was findet man in der Hose eines Elektrikers? Einen kurzen. Also, kein Elektriker hören. Hey Peter, du wirst kommen irgendwann. Hab alles aufgenommen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Schau ich bestimmt mal rein. Das will ich doch nicht verpassen. Lol. Katze! Alle! Wauzis! Wir haben Wauzis! Wir haben unseren eigenen Hof, voll geil! Aber wir dürfen auf unserem eigenen Hof wohl nicht in die eigenen Häuser rein. Ah doch, hier in der Stadt dürfen wir. Weizen. Wir haben hier auch Betten, die wir nicht nutzen können. Nett. Kann ich da hoch? Nee. Also ich möchte Pferde haben. Um ein gesundes und glückliches Tier großzuziehen, muss man ihm vor allem viel Liebe schenken. Tiere spüren, wenn man sie gut behandelt. Tiere reagieren empfindlich auf Veränderungen in ihrer Umgebung. Kümmert euch gut um sie, damit sie keine Angst bekommen. Vieh aufziehen. Zum Stall senden. Okay, was soll unser erstes Tier sein? Huhn? Schwein? Oder Kuh? Jetzt gehe ich wieder FF aufnehmen. Habe immer nur 2 Tempel bis jetzt abgeschlossen. Brauche wieder Videos. Immerhin habe ich nur bis zum 7.10. auf Voraus hochgeladen. Du hast erst 2 Tempel geschafft? Soll ich dazu noch was sagen? Schwein. Iron Bomb, wusste ich das? Okay. Bestätigung, Futter wählen. Mästen das Futter, Schnellwuchsfutter, Wunderfutter.
wundersame Zusammensetzung und ultimative Vielfalt regt rasches und ausgeprägtes Wachstum des Jungviehs an. Okay. Das schnelle Wachstum des Viehs anregt. Ausgeprägtes Wachstum des Jungviehs. Okay, wir nehmen mal das Wunderfutter. Hier bin ich immer dabei. Ich ständig aufnehme, beziehungsweise nicht mehr FF. Ich nehme ein Tempo auf. In Pause, bitte Pause. 2 Tage oder so. Ernsthaft? Ich könnte gar. Also ganz ehrlich, als ich FF1 gespielt habe, ich hätte gar keine Pause machen können. So, ich glaube, ein Tier reicht erstmal. Vieh bewachen. Als Wache aufstellen. Wache absetzen. Okay, ah ne, die Wache ist schon aufgestellt. 2 Hunde, 2 Katzen. Was, hattet ihr schon genug? Lol, diese hier sehen normal aus. Was sind denn das für Schweinchen, die da draußen sind? Meine Schweine sehen normal aus. Das ist ja scheiße. Als letztes hatte ich die Feuerschlange. Kali. Zumindest heißt sie in manchen Versionen Kali. Er steht im Turm mit Wahnvorstellung. Paranoia. Paranoia. Oh mein Gott! Sieh's. Und vor allem die Kätzchen. Die Kätzchen sehen wenigstens aus wie Katzen. Okay, Schneereise. Die habe ich zuletzt gemacht. Okay. Ja, Kali ist cool. Als Gegner. So, was haben wir hier noch alles? Aber ich werde jetzt mal aufs Sofa wandern. Mein Kopf drückt gerade etwas. Bis dann. Okay. Dann dir gute Besserung soweit. Und vielleicht bis später oder bis Freitag vielleicht. Freitag ist der nächste Stream. Mittwoch fällt ja aus, deswegen spielen wir jetzt zum Beispiel Tales of Arise. Bin dann weg, FF aufnehmen. Genug Pause gemacht. Mach das. Dir viel Spaß. Wir tun hier noch ein bisschen rum. Wobei wir eventuell vielleicht auch bald etwa 14 machen. Mal gucken. Warum kann ich keine Schafe züchten? Schafe wären auch cool gewesen. Was sind das für Schweinchen, ey? Das ist eine komische Züchtung. Das ist eine schöne Stadt. Oh, die ist echt schön. Wiskind, Wiskind, wie auch immer man so aussprechen mag. Lena no Sōgō he. Lena jin no machi nano ka. Konna ōzei no Lena nante hashimete mita ze. Iya, koa ga mieta. Tsumari mina da na. Dore da? それにしてはみんなちゃんとした格好してない？それに笑顔だ。気をつけろ。何かおかしい。
失礼。皆さんはこのエリデ・メナンシアの外からやってきた方々とお見受けしますが、そんな怖い顔をしないでください。私はドラシン、民生局で働いているダナ人です。民生局？住民の生活全般を補佐するための部局です。外から来た方の一時受け入れも担当しています。めったにないことですが。俺たちを捕まえて強制労働でもさせる気か？まさか。いや、よそから来て疑うのは無理もありません。ですがここは違うのです。以前はこの国も五稜の霊に漏れず厳しい統治下にありました。ですが7年前テュオハイム様がスルドに就任されてから一切が変わったのです。テュオハイム、あの方が来られてからダナ人は初めて人間として扱われるようになりました。この国のダナ人たちは皆ティオハリム様を慕い、ティオハリム様のために望んで働いているのです。レナもスルド。 Oh my god, yes, a Vespa. Oh my god. 信じられない。どうぞ。 Hello, Vespa. ご自分の目で確かめてください。 Wie auch immer du hier reinkommst. どこへ行くのも自由ですから。何かあればいつでもどうぞ。はい。どうしたんだ、難しい顔して。俺たちはここを解放しに来たはずだ。シュン。ベスパ。ここのダナ人は喜んで働いている。ここに壊すべき壁はあるのか。同じことよ。いや、はい。私たちはスルドの元に行くのだから。それはそうだが。せっかく。Muss jetzt irgendwie zusehen, dass ich die Vespa rauskriege. 少し見て回ってみようぜ。それで何か。Ich habe hier keine Angst vor Vespa, aber wenn ich hier an einem Kabel hänge, ist es ein bisschen. その時は色を得たい。何億と月日か。強い